Gut, neue Technik geht nicht ohne Hersteller. Und da haben wir mal ein bisschen gesammelt. Es ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Auszug, was so die Hersteller in den letzten Wochen so gesagt haben. Manche mit mehr oder weniger großen Lautsprecheransagen, also marktschreierisch, manche mehr dezent. Aber wie gesagt, sehr, sehr viele touren gerade durch die Rundfunkanstalten und präsentieren die von ihnen bevorzugten Lösungen. Und wirklich völlig ohne Anspruch auf Vollständigkeit, wir haben einfach ein paar Aussagen gesammelt. Bei SMPTE 2022, also IP, schreibe ich mal plus X, weil manche Hersteller sagen, der Standard reicht so nicht aus für Studio. Man muss noch was dazu tun. Sony hat sich ganz klar committed zu dem Standard, aber die haben auch gesagt, man muss noch an dem Standard was ändern, um eine komplette SDI-Kreuzschienenfunktion abbilden zu können. Cisco hat sich schon dazu geäußert, Nevion, Atem, Metalinx, Eberts und viele mehr. Eigentlich alle Hersteller, die im Kontributionsbereich aktiv sind, die sind ganz klar schon auf der SMPTE 2022 Schiene drauf, weil das ein Weitverkehrsthema ist. AVB habe ich eben nicht erwähnt, ist erstmal von der Logik her Layer 2 ein relativ kleines Netz. Man kann es bis zu 7 Hops aktuell aufbauen. Das heißt, das Thema AVB über Weitverkehr ist noch nicht gelöst. Da ist Axon momentan einer der aktivsten Vertreter mit Riedel. Cisco mache ich mal ein Fragezeichen. Cisco bringt momentan bei der IEEE relativ viele Papiere ein zu AVB, hat aber noch keine offizielle Aussage gemacht, ob sie AVB unterstützen. Meyer Sound, und es gibt sehr, sehr, sehr viele Hersteller aus dem Eventbereich oder auch Kopfhörerhersteller, Boxenhersteller, Lautsprecherhersteller, Automotive-Zulieferer, die AVB beliefern. Problem, es gibt noch recht wenig Messtechnik für AVB, für den Standard. Bei AES 67, eigentlich alle Hersteller, die momentan Audio über IP anbieten, müssten unserer Meinung nach irgendwann auf AES 67 springen, weil dann die Interoperabilität der verschiedenen Standards gewährleistet ist. Also LAVO, QSC, Audinate und Telos haben da schon was gesagt und es sind noch einige andere auf den Zug aufgesprochen. Ganz kurz das Thema Software-Defined Networking für Studionetz. Da gibt es schon die Firma SDN Square, die hat wirklich gesagt, sie machen mit Software-Defined Networking eine Flow-Kontrolle im Studio. Und Cisco hat mit ihrer ACI, Application Centric Infrastructure, eine Lösung, die Software-Defined auch Floor Control macht, die man im Studio hernehmen könnte. Wir haben bisher auch nur auf Folien geschaut, aber die Sachen sehen schon mal interessant aus. Werden wir uns natürlich mal anschauen in Zukunft. Es gibt aber noch immer noch proprietäre Lösungen. Medionet, auch von Riedel vertrieben. Sony, die aktuellen Produkte sprechen eine Art SMPTE 2022, aber kein Standard. Dann gibt es für Audio über Ethernet-IP von Ninetales, das System, das nennt sich Aubergine, haben ähnliche Funktionalitäten, wie man auf IP und AVB abbilden kann, haben auch noch eigene Protokolle obendrauf. Das heißt, auch da gibt es immer noch viele, viele, viele Spiele im Markt. Das heißt, wir haben nicht nur das Problem, dass man diese Varianten im Studio hat, die teilweise nicht mit der normalen Haustechnik kompatibel sind. Irgendwann werden die auch mal ins Hausnetz zu wuchern versuchen, weil die Kollegen ja nicht immer vom gleichen Ort auf die Sachen zugreifen wollen. Wenn man Redakteure anschaut, die vielleicht mal irgendwas schneiden wollen oder mal einen Stream abrufen wollen, die Frage, welche der Techniken muss denn irgendwann ins Hausnetz angebunden werden, die Frage ist noch völlig offen, weil soweit sind wir noch gar nicht. Das heißt, es gibt auch noch keine Konzepte, wie man sowas integrieren wird und kann. Und es gibt da noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Jetzt noch ein paar Exkurse, um das technische Verständnis noch ein bisschen aufzubauen. Um aktuell Audio- und Videodaten auf die Netztechnik zu bringen, ist völlig egal, ob es AVB oder IP ist, braucht man so lange noch Netzwerkadapter, bis jedes Endgerät, jede Kamera, jeder Mischer, jeder Bildschirm mit Netztechnik versorgt ist, also eine 10 Gig Ethernet-Buchse hat. Bis dahin müssen die Daten wie Audio, Video oder Sync noch eingepackt werden. Das machen die sogenannten Netzwerkadapter. Die nehmen halt die Nutzdaten, geben ihnen noch einen Header, so ein Adressfeld davor, damit das Netz weiß, wo das Zeug hin soll. Dann sollte es möglichst den kürzesten Weg übers Netz nehmen. Von A nach B macht es nicht immer, aber sollte. Und dann werden die Nutzdaten wieder ausgepackt und Audio, Video und Sync werden zum Playout, zum Endgerät gegeben. Und das wird für alle Nutzdatenpakete gemacht, bis alles angekommen ist. Problem ist, wir haben auch gemerkt, diese IP-Ethernet muss nicht unbedingt fehlerfrei sein. Das heißt, im Weitverkehr definitiv, da gibt es Störungen in den Netzen. Wir brauchen also eine Fehlerkorrektur. Auch da ganz kurz zur Erklärung. Da werden neben den normalen Nutzdaten noch extra Daten übertragen, die am Ende vom Empfänger mit einem sehr komplexen Algorithmus dazu verwendet werden, verlorene Pakete wiederherzustellen. Problem, das dauert.
und ist für eine Live-Übertragung daher nicht immer geeignet. Da braucht man kurze Laufzeiten. Aber ich sage immer, wer in seinem Studionetz ein Netz aufbaut, das Fehler hat, hat irgendwas gravierend falsch gemacht. Also ich sage mal, ein Studionetz, Produktionsnetz, also nicht Weitverkehr, Produktionsnetz, muss fehlerfrei laufen. Und daher brauchen wir auch keinen Fehlerschutz im Studio. Also wirklich, wer da was hat, hat entweder ein technisches Problem mit seinen Geräten. Also wir hatten Fälle, wo halt irgendwann mal so Interface-Karten abgenippelt sind, wo halt Bitfehler auftraten. Wir hatten auch mal einen brennenden Switch, okay, das ist auch nicht lustig, aber das ist ja kein Problem des Netzes, sondern sind Hardwarefehler, also wie gesagt, und immer schön Glasfaserkabel putzen. Sehr bitfehleranfällig, wenn man halt das Zeug offen liegen lässt und die Stöpsel nicht drauf macht. Da haben wir auch schon sehr schöne Sachen gemacht. Da reicht einmal eine sehr aufwerbende Putzfrau und man hat eine Bitfehlerrate von 10⁻¹. Sieht man immer schön mit diesen Glasfasermikroskopen, wenn man reinschaut, wie erschreckend auch funktionierende Glasfasern verschmutzt sind. Eine schöne Investition lohnt sich auch. Dann, bevor ich zum nächsten Kollegen überleiten werde, noch eine Folie. Wir haben ja schon Netzwerktechnik in der Produktion, nämlich in der Zuspielung. Wir haben das ARD-Hübnet, das ist bekannt, zwischen allen ARD-Standorten mit 10 Gig Ethernet über WDM-Systeme angebunden. Das heißt, wir haben halt im Core Glasfasern, die über WDM angebunden sind. Wir haben da ein IP-MPLS-Netz mit 10 Gig-Verbindungen drauf von Alcatel und wir haben zur Adaption dort schon ein Gerät drin, das SMPTE 2022 spricht oder sprechen kann. Und damit ist quasi die prinzipielle Funktionalität von IP in der Zuspülung der Live-Übertragung schon gegeben. Wir haben jetzt 2014, das Hybrid ist 2012 in Betrieb gegangen. Die ersten IP-Tests im Weitverkehr haben wir gemacht im Jahr 2000. Und das war ein richtig schönes Debakel. Und noch ein kleines Schmankerl, wo ich mich immer bei Netzwerkherstellern sehr unbeliebt mache. Wir reden jetzt von Innovation, von neuen Netztechniken. IP ist aus dem Jahr 1981, Ethernet ist 1980. Wir machen also jetzt Innovationen in gefühlt antiken Techniken. Der Markt spricht IP und Ethernet, ist klar, aber man sollte auch gucken, es gibt Lösungen mit optischen Netzen, optisches Routing in der nächsten Zukunft. Also da könnte noch was stehen, was uns mal nochmal neue Techniken bringt, was vielleicht auch mal viele riskante Protokolle ablösen wird. Aber damit gehe ich weiter mit ein bisschen mehr technischen Details an den Kollegen Andreas Metz. So, grüß Gott auch von meiner Seite. Ich steige jetzt ein bisschen tiefer in die Technik ein. Ich werde anfangen mit SMPTE 2022. Das ist Video über IP. Danach schauen wir uns AVB an. Und zuletzt dann noch AES 67. Also, SMPTE 2022 ist eine Familie von insgesamt 7 Standards und da dreht sich hauptsächlich um Video über IP und zwar um professionelle Videosignale. SMPTE hat auch einen Fehlerschutz definiert und zwar einmal Forward Error Correction, FEC. Und den zweiten Fehlerkorrekturmechanismus, wenn man so will, ist eigentlich keiner, nämlich es gibt auch einen Standard über redundante Wegeführung. Wichtig ist der Protokollstack an der Stelle. Wie gesagt, Sie setzen auf IP drauf. Darüber ist immer UDP und RTP. Und das Real-Time-Transport-Protokoll RTP haben wir in der professionellen Videoübertragung immer. Dieser Protokollstack wird häufig weggelassen, zum Beispiel bei IPTV-Anwendungen und da hat man so ein bisschen die Unterscheidung zwischen professioneller und Consumertechnik. Schauen wir uns die einzelnen Standards mal genauer an. Der erste Standard, den es gab, in der 2022-Familie, da ging es um den Impact Transport Stream über IP. Abgeleitet war das vom Code of Praxis 3 des Video-Service-Forums und die geraden Zahlen beschreiben hier immer den Standard, wie das Video in IP verpackt wird. Die ungeraden Zahlen beschreiben immer den zugehörigen Fehlerschutz. Das ist dann auch genauso bei den nächsten beiden Standards. Hier geht es auch wieder um kodiertes Video, nur diesmal mit variabler Datenrate. Und die letzten beiden Standards, wo das Schema gilt, haben wir jetzt die transparenten Videosignale, also SDI, HD-SDI, 3G-SDI. Wie diese in IP verpackt werden, steht im 6er-Standard und der zugehörige Fehlerschutz dann im 5er-Standard.
Eine Ausnahme bildet lediglich der neueste Standard, das ist der 7er Standard. Und dort wird beschrieben, wie mit einer Zwei-Wege-Zuführung umzugehen ist und ein unterbrechungsfreies Umschalten zwischen den beiden Wegen zu erfolgen hat. Das heißt, das ist, wenn Sie so wollen, ein Fehlerschutz mit 100% Redundanz, weil Sie schicken das Videosignal einmal über den A-Weg und über den B-Weg und am Empfänger suchen Sie sich dann das Paket aus, das es rechtzeitig geschafft hat. Das hat den Vorteil, es funktioniert wirklich auch sehr gut in unseren Tests, dass wenn das eine Paket zu spät kommt oder vielleicht sogar verloren geht, dass Sie einfach paketweise umschalten können und Sie merken am Signal nichts. Jetzt schauen wir uns das 2022.6, also der Standard, der die transparenten Signale in IP verpackt, ein bisschen genauer an. Wir haben unser SDI-Signal, das kennen wir, mit den unterschiedlichen Datenraten. Das Ganze wird verpackt und bevor das Ganze dann in den Protokollstack kommt, hat man in dem Standard noch einen High-Bitrate-Media-Transport-Header definiert. In dem Header steht unter anderem drin, um was für ein SDI-Signal es sich überhaupt handelt. Ist es ein HD, ein SD-Signal? Und bei den HD-Signalen gibt es ja viele, viele Varianten. IP, Framerate etc. pp., das steht alles in diesem Header drin. Dann wird, wie gesagt, in dem RTP-Header verpackt, dann UDP und darunter liegt IP. Und hier habe ich das Ganze nochmal aufgelistet mit dem entsprechenden Overhead dazu. Das heißt, jeder Header, jedes zusätzliche Protokoll fügt ein paar Bytes an Informationen dazu. Und das ist aber nicht so viel, das sind ungefähr 4% bei IPv4 und ein bisschen mehr bei IPv6. Hier nochmal die Datenraten und die zugehörige Paketrate. Standard-SDI haben wir eine Bruttorate von 270 Megabit. Das gibt 24.000 Pakete pro Sekunde, also das ist schon ordentlich. Bei HD mit 1,5 Gigs haben wir schon 135.000 Pakete. Und wenn wir da gar mit 3G arbeiten, dann haben wir schon 270.000 Pakete, die pro Sekunde übers Netz rauschen. Wenn wir von unserem Netzwerkkabel ausgehen, Standardschnittstelle heutzutage ist eigentlich Gigabit Ethernet. In einem Gigabit Ethernet kann man heutzutage kann man maximal 3 SD-Signale übertragen. Das heißt, mit HD kommen wir da nicht weiter. Dann nehmen wir einfach 10 Gig. Bei 10 Gig sieht es anders aus. In 10 Gig könnten wir 33 SD-Signale übertragen, 6 HD-Signale mit 1,5 Gigabit und es gingen auch 3G HD-SDI-Signale drüber. Dann ist aber bei 10 Gig auch Schluss. Das heißt, also, wir haben ja jetzt, und wenn wir dann noch größere Auflösungen wollen, dann müssen wir Netzwerkschnittstellen oberhalb von 10 Gigabit Ethernet verwenden. Dann kommen wir mal zum Audio-Video-Bridging. Das ist vielleicht der Standard, der noch am wenigsten bekannt ist. Er ist relativ neu. Das heißt, die Standardisierung ist seit 2011 zumindest teilweise abgeschlossen. Einiges fehlt noch. Der AVB-Standard unterscheidet sich ein bisschen vom 2022, weil 2022 sagt nur, wie übertrage ich Video über IP und dann hört es an der Stelle auf. Im blauen Quadrat sehen Sie reine Netzwerkstandards. Das hat zunächst mal nichts mit Video-Audio zu tun, sondern nur, wie soll sich das Netz, das Ethernet-Netz verhalten, also das antike Netz, das 1980 entstanden ist. Das hat man hier entsprechend erweitert, damit wir wirklich Audio-Video übertragen können. Fangen wir mal links oben an, Zeitsynchronisation. Hier geht es darum, eine hochpräzise Uhrzeit im Netzwerk zu verteilen, mit dem Ziel, damit man sich das parallele Taktsignal, den Blackburst oder Three-Level-Sync sparen kann. Also auch die Zeit soll übers Netzwerk. Traffic Shaping, da geht es darum, dass das Signal so geradlinig übers Netz läuft, dass es eben zu keinen Bursts kommt. Auch Quality of Service ist da teilweise beschrieben.
Quality of Service im Sinne von Bandbreitenreservierung kommt dann auch nochmal hier unten in diesem Standard. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die Bandbreitenreservierung, denn das ist wirklich neu. Das konnte Ethernet bisher nicht, das haben wir nur aus ATM gekannt. Sie können wirklich eine Bandbreite für Ihre Applikation reservieren und wenn der Link voll ist, dann bekommen Sie auch ein, ich vergleiche es immer, ein besetzt, mit, wie Sie es aus dem Telefon kennen, dann wird eben keine zusätzliche Verbindung mehr aufgebaut. Dann sagt das Netz Ihnen, nein, dieses Video und Audio geht nicht mehr drüber, und weil die Kapazität voll ist. Das ist ganz wichtig, das konnte Ethernet bisher noch nicht. Und es gibt auch ein Protokoll, dieses Configuration-Protokoll bezieht sich hier ausschließlich auf die Netzwerkkomponenten, also was zwischen den Switchen und zwischen den Endpunkten sich abspielt und hat noch nichts mit Video-Audio an sich zu tun. Alles, was Signale über AVB, das sehen Sie in dem gelben Kasten. Hier sind wir bei anderen Protokollen, IEEE 1722 und IEEE 1733. Die Transportschicht, also wie irgendetwas wie ein Audiosignal oder ein MPEG-Transport-Stream beispielsweise in AVB verpackt wird, diese Informationen finden Sie hier in dem Standard 1722. Der ist von 2011. Man hat da einfach das, was man schon kannte im Netzwerk, nämlich was Sie aus der Firewire-Welt kennen, hat man einfach übertragen. Das sind teilweise Consumer-Schnittstellen. Für den Rundfunk ist eigentlich nur Transport-Stream, MPEG-Transport-Stream und Audio relevant. Alle anderen sind Consumer-Schnittstellen, die hier standardisiert sind und im 1722 erwähnt werden. Neuer dazu ist das zugehörige Control, Discovery und Management Protokoll. Das hat 1722.1. Das ist erst seit Oktober letzten Jahres standardisiert. Und was an dieser Stelle noch fehlt, das sehen wir dann nachher, das ist beispielsweise SDI über AVB. Der Standard ist nämlich noch nicht fertig. Man hat auch sich überlegt, vielleicht müsste man auch über Layer 3 gehen. Und hier gibt es auch schon aus 2011 den 1733, nämlich RDB over AVB. Der spielt im Moment, was die Endgeräte angeht, noch keine Rolle. Müssen wir uns noch genauer anschauen in der Zukunft, inwieweit das kompatibel ist mit unseren Rundfunksignalen. Ja, jetzt haben wir einen IEEE-Standard für Ethernet. Aber der funktioniert nur mit AVB-kompatiblen Netzwerkequipment. Das ist ganz wichtig. Das heißt, Sie brauchen neue Switcher. Es gibt im Moment nur ganz wenige, die das können, die AVB unterstützen. Es ist also nicht so, dass Sie einfach mit einem Software-Update Ihren bisherigen Switch, den Sie gekauft haben, vielleicht für teures Geld AVB-kompatibel machen müssen. Es wird in der Regel neue Hardware sein, die Sie da anschaffen müssen. Und es gibt eine sehr beschränkte Anzahl an Equipment. Und AVB ist ein Layer 2 Standard, darum haben wir das OSI-Modell am Anfang eingeführt. Layer 2 heißt, es ist immer nur begrenzt auf entweder auf den lokalen Link oder auf ein logisches Netzwerk und ist von der räumlichen Ausdehnung begrenzt und auch von der Anzahl der Hops. Der Herr Beck hat es vorhin schon erwähnt, es sind maximal 7 Hops möglich. Die Laufzeit über das gesamte Netz ist auch beschränkt. Das heißt also, im Weitverkehr kann es so in der Form nicht eingesetzt werden.